Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Ich hoffe, es läuft alles so, wie ich mir das vorstelle hier. Auf jeden Fall sind wir hier beim FC Kempten. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Tut mir leid, ich werde jetzt mal was trinken. Auf jeden Fall. Boah. Wartet kurz, Leute. Meine Stimme ist echt heute wirklich etwas angeschlagen. Ich muss wirklich kurz was trinken. Die Folge beginnt ja schon mal echt stark, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall wird Kempten tatsächlich nicht die einzige Mannschaft sein, die ich hier im We Are Football spielen werde. Ich werde noch sehr viele weitere Teams auswählen, die ich sehr interessant finde, wie Aachen, wie zum Beispiel eine internationale Top-Mannschaft, nachdem wir nur in EAFC, den FC Augsburg und den VfB Stuttgart trainieren, habe ich richtig Bock, da hier alle Lizenzen sind, auf Lazio Rom, auf den AS Rom beispielsweise. Eine Mannschaft aus dem afrikanischen Bereich wäre auch interessant. Es kann hier so viel gemacht werden. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, nicht mehr mit diesem Aufnahmeprogramm zu machen, wie die erste Folge begonnen hat. Ich werde hier mit Freecam arbeiten, weil ich denke, Freecam ist nicht so schlecht wie beispielsweise Action. Weil bei Action musst du immer schauen, dass die Aufnahme perfekt wird, dass das Aufnahmeprogramm nicht abstürzt. Sorry an dieser Stelle, ich bin kurz mit dem Finger an das Mikrofon gestoßen. Dass die Aufnahme nicht abgebrochen wird, dass keine Audioqualitäten unterbrochen werden, sprich auch irgendwie verzögert sind, einfach alles. Und wie gesagt, ich habe Bock auf dieses Projekt. Ich entschuldige mich nochmal wirklich für meine Stimme. Aber ich habe 5000 Mal die erste Aufnahme aufgenommen und es hat nicht geklappt. Deswegen wundert es euch nicht, wenn jetzt die zweite Folge etwas zäher wird, was die Stimme und das Audio betrifft. Selbst Wasser hilft irgendwie nicht. Wie gesagt, wir sind ja beim FC Kempten in der Landesliga Bayern Südwest. Spielen gegen Türkspor Augsburg. Das erste Testspiel. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. So. Ich würde sagen, dass wir hier uns mal die Wochenplanung widmen. Team Event, ihr Co-Trainer schlägt ein Team Event für mehr Biss vor. Okay. Ja, warum nicht? Machen wir das mal. Sie sollten selbst Sport treiben. Okay. Und Sichtungstag. Sporttreiben machen wir mal hier. Und Sichtungstag beim FC Kempten wird Samstag, der 15. Juli werden. Gucken wir mal, können wir vielleicht weitere Testspiele vereinbaren hier irgendwie? Wäre sehr gut zu wissen. Anscheinend nicht, oder? Anscheinend kann man hier keine weiteren Testspiele organisieren.
Auf jeden Fall kann man aber jetzt hier ein Trainingslager festlegen, wohin soll die Reise gehen. Und ich denke, wir bleiben in der Nähe, gehen nach Garmisch-Partenkirchen. Natürlich kann man auch sagen, komm, wir gehen ins Zillertal oder nach Seefeld oder was Tropisches wie Marbella oder Dubai, Doha, Rio, Philadelphia oder auch irgendwie Olympia, Mykonos, Orosei natürlich in Italien. Aber ich denke, Tegernsee natürlich, aber ich denke, wir gehen nach Garmisch-Partenkirchen, nehmen noch Jugendspieler mit. Genau, das passt soweit. Werden wir nach dem Spiel gegen Südtirol festlegen und hier in diese Folge das Testspiel angehen gegen Türkspor Augsburg. Wie gesagt, wann die Karriere mit dem VfB Stuttgart und mit dem FC Augsburg kommt, das bleibt abzuwarten. Leider habe ich es auch zeitlich nicht mehr hinbekommen, irgendwie die richtigen Porträts festzulegen. Aber bis zur nächsten Folge wird es auf jeden Fall sein. So, allgemeine Taktik. Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Direkter Angriffsfußball. Ja, das passt soweit. Platz in der Halbzeit nicht reparieren, natürlich. Und den Platz vor dem Spiel auf jeden Fall wässern. Alter, was ist mit meiner Stimme heute los? Das ist so krank, wirklich. Boah. So. Wir gucken uns mal den Türkspor Augsburg an. Die haben hier Katanic, Tugay Demir, Mustafa Salifu. Boah. Sorry, ich muss jetzt kurz einen Cut machen. Das geht gar nicht. So, Leute. Ich versuche jetzt wirklich alles daran, dass die Folge noch irgendwie gut wird. Deshalb werde ich noch das Testspiel angehen gegen Türkspor Augsburg. Und dann mal schauen, was wir noch machen werden. Gehen wir rein gegen Türkspor Augsburg. Die haben Emre Kurt, Berat Ayverdi, Mursel Ademi, Tugay Karva, Borna Katanic, Tugay Demir, Mustafa Salifu, Yarovoy, Karabash und Abassi. Okay. Wir kennen unsere Aufstellung. Wir beginnen mit Nathan Bianchi, Leo Schweiger, Kirchhoff, Döring und Holzer. Wobei ich überlege, ob ich nicht wechsel, aber ich denke, das passt so. Wir können hier Eingriffe einstudieren. Nice. Klar, haben wir jetzt keine gemacht, aber schauen wir mal. Bedeutung des Spiels hat 1%. Das ist nur ein Testspiel. Aber auf jeden Fall ein ernsthafter Test. Auf jeden Fall. Wie viel wollen sie investieren? 2% und Einsatz oder Aktionspunkt auf jeden Fall einsetzen. Hier können wir noch auswählen, wenn jetzt verbockt wird, die Laufarbeit nächste Woche nachgeholt. Wenn wir gewinnen, bekommt ihr einen trainingsfreien Tag. Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn ihr es verbockt, auf jeden Fall. Nämlich kriegt jeder, wenn wir heute gewinnen, da ist wirklich ein Spiel ist, worauf es ankommt, kriegt ihr 150 Euro als Bonus. Deswegen geht's da raus, zeigt, dass ihr auf jeden Fall Bock habt und gibt alles. Genau. Let's go. Anpfiff. So,
Eckball auf jeden Fall für Türkspor. Und da steht es gleich 1-0 in der ersten Minute. Was ist denn das? Da ist ein Karabasch. 1-0. Jetzt Angriff für Kempten. Thomas Rathgeber. Jawohl, 1-1. Robin Tremmel. Sehr schön. Tor. Super, 1-1. Wieder Angriff von Kempten. Vierte Minute. Tino Wilke auf Jeremy Holzer. Und er vergibt die Chance. Vorbei. Gut. Kann man das irgendwie schneller machen hier? Angriff von Kempten, 35. Oh, das war richtig stark gespielt. 2-1. Igor Jaranwow. Jaranwow, genau. 2-1 für Türkspor. Jetzt kommt wieder Lars Bartz. Auf Levin Döring, er auf Robin Tremmel. Und er steht 2-2 durch Levin Döring. Jawohl, 41. So will ich das. Kontakt Türkspor Augsburg, 45. Und dann ist der erste Durchgang auch vorbei. Neben den Kasten. Starke Parade von Bianchi. Nochmal. Mustafa Salifu über den Kasten. Okay. So. Halbzeit. Ich denke, dass wir mal wechseln werden. Redic wird mal reinrotiert für Thomas Rathgeber. Ich ändere auch die die Aufstellung hier. (4-3-1-2-1). Aber eher offensiv. So. Ich würde sagen, wir rotieren mal Mester rein. Genau. Gerhard Theiss, dann auch Celik wird rein rotiert. Elsner und ansonsten passt die Aufstellung soweit. Angriff Türkspor Augsburg, 46. Stark hier von Levin Döring. Klärt auf Kosten in der Ecke. Freistoß wieder für Türkspor. Natürlich, Türkspor ist eine Mannschaft aus der höheren Klasse, nämlich der Bayernliga. Und aus diesem Grund ist es schon wichtig, dass wir hier gewinnen. Boah. Abseits, Gott sei Dank. Das wäre es 3-2 gewesen für Türkspor in der 51. Also Türkspor macht echt Tempo hier. Oh. Foul. Und es gibt Elfmeter. Gelbe Karte für Jeremy Holzer. Und Strafstoß. Igor Jaranwow. Tor. 3-2. 54. Oh Leute. Schaut nicht besonders gut aus. Jetzt aber Angriff von Kempten, Levin Döring. So, rüber auf Jeremy Holzer und er vergibt. Fehlpass. Ja, sie wissen, um was es geht hier. Knapp über den Kasten, okay. Angriff Kempten. Ja, das war ein sehr guter Pass. Aber dann sicher gefangen von Batuman Pepe. Oh, oh, oh. Wieder Angriff von Kempten. 66.
Starker Ball auf Celik. Hier auf Tremme. Und was für ein starkes Tor hier von Levi Elsner. Ja. 1-3-3. Stark. Stark. Und jetzt noch Angriff von Kempten. Knapp gehalten. 74. schon. Eckball 74. Konstantin Kirchhoff. Vorbei. Wieder Angriff durch Türkspor Augsburg. Klärt auf Kosten einer Ecke. Und wieder Angriff für Kempten, 82. Stark uns den Ball erobert. Und der Ball ist im Tor, Eigentor, das an Karabasch. Ausgerechnet der Stürmer trifft ins falsche Tor, 4-3 für Kempten. Heilige Scheiße, und das ist auch ein Nicht-Verletzung. Er hat sich verletzt, Levin Döring. Misic kommt rein. Freistoß, Leo Schweiger. Und es steht sogar noch 5-3, jawohl. Testspielerfolg im ersten Spiel. Freistoß nochmal für Kempten. Leo Schweiger. Und es steht sogar 6-3. Das ist mal ein Statement. Wenn wir so in der Liga spielen, wird es auf jeden Fall richtig genial die Saison. Gehalten von Nathan Bianchi. Und den muss man auch erstmal halten. 90. Minute am Ende. Gewinnen wir mit 6-3. Was für ein Offensivspektakel. Taktische Analyse. Fitness war bei den Türken deutlich besser. So aus der Sicht ist es natürlich auch ein türkischer Verein. Sie haben heute die vorhandenen Chancen effizient genutzt. Ja, das stimmt. Klar, defensiv müssen wir uns auf jeden Fall steigern. Aber im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden mit dem ersten Auftritt hier. 6-3 gegen Türkspor Augsburg, das ist schon okay. So. 29 Tage bis zum Ligastart. Hier haben wir Stefan Schmidt aus U19, Markus Meyer. Das sind beide U19-Spieler. Andrin Bartel kriegt auf jeden Fall mal den Jugendkader beauftragen nach dem Sichtungstag, genau. Thilo Wilke im Fokus des SV Buckenhofen. Wo ist denn das? Wo ist Buckenhofen? Das muss ich mal kurz googeln. Das habe ich noch nie gehört. Buckenhofen. Aus Forchheim in Bayern. Okay. Ja, ich bin auf Gespräche natürlich definitiv bereit. Teamfortschritt schauen wir auch nicht uns mal an. Und der Höhe und der Höchste hat Ricic gemacht. Also ich bin positiv überrascht von diesem Game. Jetzt steht das Turnier an gegen Südtirol. Mal gucken, Einladung beim Ausrüster. Okay. Gehen wir mal rein. Saisonplanung.
Machen wir mal Training. Sponsorentermin. Haben wir hier. Okay. Und jetzt steht das nächste Testspiel gegen Südtirol an. Und ich denke, da werde ich mal ein wenig rotieren. Ratgeber kommt rein. Und wir werden mit einem 4-4-2 Linie spielen mit Robin Tremmel und Ratgeber. Im Tor lasse ich mal Kimi Turner ran. Und Celik Suat beginnt für Holzer Jeremy. Okay, gehen wir rein. Ich bin gespannt. Taktischer Gegner, taktisches Profil vom FC Südtirol. Ihre Stärke ist im Gegenpressing auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen Zweitligist, gegen die man schon gerne testet. Machen wir mal weiter. Gucken uns nochmal den Kader von ihnen an. Andrea Cagano, der Beste ist wirklich keiner hier. Kein Bekannter. Deswegen gehen wir zum Anpfiff. Und den ersten Angriff kriegt Südtirol. Also ich denke, das macht nichts, wenn wir hier verlieren. 1-0, dritte Minute Südtirol. Das ist eine sehr starke Mannschaft. Aus Italien, Zweitligist. Deswegen bin ich gespannt, wie wir hier spielen. Und Thomas Ratgeber mit dem 1-1. Der Sechstligist gleicht aus gegen den Zweitligisten aus Italien. Und die zweite Liga in Italien ist gerade auch nicht uninteressant. Nochmal Angriff für Südtirol. Ja, vorbei, 16. Minute. Auf jeden Fall nach dieser Partie ist Schluss. Sicher gefangen von Kimi Turner. Nochmal Angriff für Südtirol, 22. Auch dieser Ball ist sicher gefangen worden von Kimi Turner. Meine Stimme ist echt im Eimer. 3-1. Was für ein schönes Kopfballtor von Daniele Casiraghi. Oder Casiraghi. In der Halbzeitkabine werde ich auf jeden Fall wechseln. Das ist Fakt. Also ich finde es tatsächlich besser, wenn ich ehrlich bin, als der Football Manager. Boah, dass der vorbeigeht. Ist ein schönes Simulationsspiel, wie ich finde. Managerspiel meine ich natürlich. Auch sehr übersichtlich, wie ich finde. Extra Motivation. Auswählen. Da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Die einzige Möglichkeit für den Verein, genug Geld zu haben, dass wir endlich ordentliche Spieler kaufen können. So. Okay. Wir können auch 7-mal wechseln, dann bringe ich Thais rein. Ratgeber bleibt, Tesch, Mesic und dann passt es. Angriff jetzt für Kempten und plötzlich läuft es. Die zweite Halbzeit wird immer besser. Aber Silvio Merkai mit dem 4-1.
Was für ein Zuckerball hier auf Silvio Mercai. Aber gehalten von Kimi Turner, passt. Sehr schön. Ich finde es aber schade, dass man nicht mehr Testspiele vereinbaren kann. Wäre schon wichtig vor dem Start gegen Kaufering. Oh, 5-1. Okay. Ich glaube, da passiert nicht mehr so viel. Tino Wilke, 2-5. Man muss sich freuen, dass es nicht so deutlich wird. 2-5. Wieder Konter Südtirol. Gehalten von Kimi Turner. Über das Tor. Wieder Gabriel Lunetta hier. Und abseits. Gott sei Dank. Wenn es ein 2-5 wird, ist es egal. Auch bei einem 2-6. Muss man das so hinnehmen. Hauptsache, es wird nicht zweistellig. Das halbe Dutzend ist auf jeden Fall schon mal voll. Freistoß. Der kommt richtig stark. 2-7. Dass es so deutlich wird, hätte ich nicht erwartet. Zumindest aber haben wir das wichtigere Testspiel gewonnen gegen Türkspor. Ich glaube, das war tatsächlich auch die letzte Aktion hier. Ja. Am Ende wird es ein 7-2. Boah. Das muss man schlucken. Aber klar, wenn man gegen Südtirol testet, was erwartet man als Landesligist? Jetzt ist das nächste Spiel gegen Herzogenaurach. Die Landshut unterlegen haben und somit heißt das Finale Südtirol gegen Landshut. Aber ich denke, das Spiel gegen Herzogenaurach wird es auf jeden Fall in der nächsten Folge geben. Denn in diesem Sinn beende ich die heutige Folge hier. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und damit bin ich raus. Macht es gut. Haut rein und ciao. Ich werde jetzt meine Stimme schonen. Ciao.